Ich bleib drin und heile erstmal hoch. Ich muss hochheilen. Flunky hat nicht mehr so viel Leben. Doppelhieb ist Drachenmove und Drachenklaue, wie der Name sagt, auch. Er muss nicht die letzten vier haben, okay, ne? Okay. Der Move, der auf 38 kurz davor ist, auf jeden Fall. Sandgrab hat er, ja. Sandgrab ist der auf Level 19. Hat das, ja, aber er macht Tickschaden. Er macht Flunkiefer in einer Runde fast halb tot. Echt? Mhm. Und ich kann, glaube ich, jetzt nicht mal auswechseln. Ich werde das nicht schaffen können. Ich habe so Probleme gegen die Kacktypen. Sandgrab wird seine einzige Bodenattacke sein. Es reicht auch schon, um mir Probleme zu machen. Ich muss angreifen. So, wie viel regelt. Oh, Magma. Ah, den Typen habe ich vorhin noch besiegt. Wehe, du boostest dich jetzt, du Gegner. Nee, aber du krittest mich, danke. Das ist jetzt echt kritisch. Psycho, es kann Schwebe haben. Ja, es wird Schwebe haben. Ja, auswechseln. Aber in was wechsle ich rein? Bei mir ist übrigens gerade im Starnstein der Gegner. Deine Frage war was genau? Ein wenig reinwechsel. War Psycho auf Kampf sehr effektiv? Ja. Aber Feuer auf Stahl. Ich hätte fast gesagt Monet, weil es ist einfach, das ist was. Aber Sunny oder Monet? Dann Sunny. Mit Gift-Moves kann ich nichts anfangen. Gift, Stahl ist immun gegen Gift. Ich habe ja Monet gesagt. Ach, Monet. Stimmt. Ah, es kommt auch noch ein Trainer danach. Ich gehe aber nochmal heilen. Ich bin gerade. Obwohl, heilen brauche ich nicht. Ich kann einfach. Das hat Seher eingesetzt. Ich setze Gainer ein. Okay. Metall Sound. Das ist nicht gut. Du musst auswechseln. Ja. Du hast Spätzdeff minus 2 und es trifft dich gleich in Spätzmove 150 Stärke. 120 Stärke. Sicher, dass das schlau ist? Ja, 103. Ja, ja, gut. Ja, ja, okay. Mann, ich bin schon wieder abgelenkt von dir, dass ich nicht weiter mache. Mach einfach weiter. Lass dich nicht ablenken. Aber ich habe Angst, dass du was umbringst. Und ich dann den Nelse kurz die Arena-Alter anspreche. Rückentzug. Lass dich mal auswechseln. Dafür schärft das jetzt. Und ich habe nur Low-Ice-Attacken. Na, weil ich sie heilen kann. Ah. Das war ein Crit! Oh nein. Antikraft, mach Antikraft. Hast du Antikraft? Nee, was hattest du? Einen anderen Move? Mach mal Antikraft, vielleicht kriegst du den Boost, ja. Ist Luftstoß nicht sogar stärker als das andere? Windstoß? Ja, Windstoß. Du kriegst auf beides ja einen Boost und beides normal neutral effektiv. Eigentlich. Obwohl, das nicht. Ist Stahl. Sind beide gleich stark. Das ist Stahl. Nee, Wind ist doch. Echt? Okay. Dann hast du ein Problem, ne? Ja. Du kannst es halt nicht besiegen. Setz Bodyguard ein. Nimm Eisattacken, damit du vielleicht einfrierst. Ja. Aber dass wir wieder auf sowas hoffen müssen, überhaupt, ist ja schrecklich. Das ist sehr schrecklich. Das war Seher, ne? Ja, erstmal heilen, ne? Noch nicht, erstmal angreifen. Seher kommt erst übernächste Runde. Und er kann, glaube ich, nur Seher als einzigen Angriff. Warte mal, Rückentzug, Bodyguard, Metallsound. Oh, Scheiße. Ja. Und sehr. Ja, heilen. Heilen, heilen. Du hast ein Problem, ne? Du brauchst zu lange für das Viech und es hat deine Def gesenkt.
hat sie erst um 2 gesenkt, nicht um 6. Hast du was gesagt? Ich hab nichts gesagt. Ich glaube, Monet ist tot. Kannst du wechseln? Bitte sag mir, dass du wechseln kannst. Ja, geh mit Logok rein. Bitte sag. Okay. Es hat nur Seher. Ich habe Angst gerade, weil das Problem ist, ich brauche mein Pupita gegen Feuer-Pokémon. Du musst weiter auf Pulverschnee gehen. Er hat nur Seher als Angriff. Das heißt, wir wissen, wann du stirbst. Das heißt, du kannst erstmal jetzt nochmal angreifen und hoffen, dass... Warte mal. Ich möchte wissen, ob Pulverschnee verweisen kann. Alter. Hör bitte auf mit sowas. Zehnprozentige Chance. Ja. Eissplitter. Hat keine Vereinfrierchance. Du musst auf Pulverschnee gehen. Dann setze ich jetzt Pulverschnee ein, bis es das nächste Mal Seher einsetzt. Warte mal, wie stark ist Windsturm? Ich glaube 30 oder 35. Ist auch genauso stark, ja. Also Pulverschnee. Ja. Bis der nächste Seher kommt. Du kannst ja nichts. Ja, gut. Wenn es nochmal mit Teilzeit einsetzen sollte. Es setzt Seher ein. Du musst jetzt voll hochheilen. Du könntest trotzdem sterben, wenn es eben eine Roll gewesen ist. Ja. Und wenn er zwischendurch Teilzeit einsetzt, bist du eh tot. Richtig. Oh nein. KP-Erholung. Kumu-Milch reicht nicht, Hypertrank. Oder wir warten jetzt kurz. Und ich gehe in den Kampf rein und du schillst einfach, bis der Arena-Kampf sein wird, wie Pupita wenigstens in dem Arena-Kampf noch hat. Können wir meinetwegen auch machen. Aber es ist noch ein Trainer vorher, ne? Ah. Oh. Weil ich Pupita unbedingt für den Arena-Kampf. Ja, ich würde jetzt einen Hypertrank einsetzen. Setz ein. Obwohl. Es ist halt ziemlich doof jetzt, ne? Der nächste ist Metal Sound und ich bin tot. Ja. Dann ist safe. Ja. Also ein Sekündchen. Nein! Was hast du getan? Ich bin fast Trainer reingelaufen. Ich wollte eigentlich gleich den Arena-Leiter machen. So. Ich wollte gerade fast speichern. Weil ich so viel Schiss habe gerade. Die Sache ist die, ich weiß nicht, wann genau Seher trifft. Seher trifft erst die Runde danach, oder? Ja. Das Problem ist halt, er hat jetzt 2 Runden. Er wird auf jeden Fall es einsetzen. Ja. Das ist so eine Scheiße, die Monet reinzuwechseln. Aber alles andere... Wir hätten einfach auf Logok gehen müssen. Logok hätte locker mit einem Feuerfickeln rausgenommen. Richtig. Guck mal, ob du nochmal jetzt wechseln kannst. Vielleicht warst du nur 5 Runden oder so. Ah ne, das war gerade dieselbe. Ah ne, versuch nochmal eine Runde später. Vielleicht kannst du ja doch wechseln. Ne, nicht Logok. Boa oder so. Irgendwas, was. Oder Sunny, ja. Sunny ist auch okay. Sunny ist auch okay sogar. Nee. Nicht. Rückenzug ist so ein scheiß Move. Okay. Bist du schon im Arena-Leiter? Nee, hier, ich spreche ihn jetzt an. Ich habe ihn angesprochen. Gut. Aber ich darf. Du musst halt warten. Ich muss halt. Bis zum Ende hin musst du warten, theoretisch gesehen. Weil, falls er. Jetzt Feuerbogen kann dann immer kommen, ne? Und ich hab halt kaum was dagegen. Jetzt laber nicht so viel. Vorhin war das so, da hast du gekämpft und ich habe in Ruhe geangelt. Jetzt darfst du rumstehen und ich darf im Arena-Leiter machen. Ja, ist ungefähr dasselbe, ne? Ich hab mal eine doofe Frage. Hast du ein Heil-Item eingesetzt diese Runde? Noch nicht, ne? Doch, eins. Hast du schon eins eingesetzt? Ja. Das heißt, ich hab nur 2, ne? Ja. Beginnt mit einem Feuer-Pokémon. Gut.
Aber ich habe erstmal mein Wasser-Pokémon drin. Es ist übrigens Flampivian in dieser Gesteinsform, die du vor kurzem mal gesehen hattest. Ah. Cool. Ich trinke mal in der Zeit was. Oh, ich habe einen Trank mehr. Das Gute ist hier mal, ich habe schon mal jetzt wieder einen Trank plus. Na, du brauchst den Trank gleich. Also, Max, ich habe also jetzt nur insgesamt zwei Tränke. Also, weil du auch einen Trank brauchst, wahrscheinlich. Ja, das lässt sich jetzt sehen, wie du willst. Wenn du den Kampf schaffst, so habe ich immer noch meine zwei Tränke. Ja. Ich bin verwirrt und bin plus zwei, aber ich halte magisch an. Angeberei übrigens, meine ich. Okay. Ich hab mich selber gehauen. Das ist schon doof. Schlammbock. Bitte hau ich nicht selber. Scheiße. Jetzt habe ich rote AP. Das ist scheiße. Toxicfuck ist Kampfgift? Ja. Alles gut gegen Kampf? Psycho. Flug. Gift. Ja, ich hab einen Psycho-Pokémon. Alter. Du darfst mir sowas nicht mal antun. Ach, wen soll ich denn sonst was antun? Ah, toll, danke. Sondersensor. Angeberei, hör auf mit dem Mist. Ich darf die High-Items nicht benutzen. Hör bitte auf damit. Greifen sich alle von mir selber an. Alter. Ja, also Lippomenus ist auch halb tot. Okay. Tiefschlag, sehr effektiv. Hm. Unlichtattacke oder Geist. Sodamak war Wasser? Sodamak ist Wasser. Okay, okay, ich habe eine Idee. Versuchen das jetzt safe zu spielen. Ich wechsle jetzt Griffe rein, booste mich und mache dann Staffette Megaflunkiefer. Ich hoffe, dass das Spiel mich lässt. Auf welchem Level ist es? Griffe? Nee, Sodamark. 36. Was macht Verhöhner? Was macht Verhöhner? Soll ich nachgucken? Ja, guck bitte nach. Ich kann nicht mal die zwei mal gleich Move ineinander einsetzen, oder? Verhöhner. Das Ziel kann über drei Runden hinweg ausschließlich Attacken einsetzen, die direkten Schaden verursachen. Achso, also keine Boost-Moves, ne? Ja. Okay, dann kann ich nicht, dann kann ich leider nur Angriff boosten. So, ich sag bitte, jetzt kein Feuer-Pokémon, damit ich Schader jetzt mit Schafette reinwechseln kann. Kein Feuer-Pokémon. Das ist kein Feuer-Pokémon, aber es ist eines der stärksten Pokémon, die es gibt. Deoxys. Ah, welche Form? Normale Form. Psychokinese. Und es ist tot. Es liegt noch. Komm schon, plus zwei Steigerungshieb. Halb tot. Ja, ich muss jetzt rauswechseln. Was ist denn gut gegen Psychoattacken? Hm. Irgendwie habe ich gerade das Problem, dass ich auch mal. Das ist meine ganzen. Ah, da, Typ. Psycho. Stahl ist gut gegen Psycho. Ach, Flunkiefer. Los. Was ist Deoxys für ein Typ? Psycho? Psycho. Wie schreibt sich Deoxys? Ich würde es gerne nachgucken. D-I? Achso, D-E-O-Y. Mit Deo. Alter, nicht sehr effektiv, aber ich halb tot bei Shana.
Deoxys ist Typ Psycho. Ja, wünsche mir Glück. Es könnte sein, dass Shana jetzt stirbt. Wenn es mir jetzt krittet, ist Shana tot. Sicher, dass es die Normalform ist? Ja. Also sind die Tentakel gekreuzt. Ja. Okay. Ach, Mega von Kiefer stallt das richtig gut. Okay. Und es ist tot. Mega Flunkiefer. Nein, Deoxys! Okay. Mann! Mobb mich nicht. Knackrack. Knackrack. Ist Drache, ne? Ist Drache Boden. Ist Drache Boden? Oh nein, Boden ist effektiv auf mich. Ist es Drache Boden? Ich hab Knackrack falsch geschrieben. Wie schreibt sich Knackrack mit CK? Ich weiß es nicht. Knackrack, da ist es. Knackrack. Ach, sogar gleich die letzte Stufe. Dracheboden. Mhm. Ohne Megas haben wir ja, ne? Mhm. Sei froh. Ich habe 4 halbtote Pokémon. Knackrack, 6. Gen. Es wird Drachenklaue können, Schlitzer, Doppelhieb und vermutlich Sandgrab. Sandgrab ist Boden. 85er Genauigkeit, 35er Stärke. Ich bleib drin und heile erstmal hoch. Ich muss hochheilen. Flunky hat nicht mehr so viel Leben. Doppelhieb ist Drachenmove und Drachenklaue, wie der Name sagt, auch. Er muss nicht die letzten 4 haben, okay, ne? Okay. Der Move, der auf 38 kurz davor ist, hat auf jeden Fall. Sandgrab hat er, ja. Sandgrab ist der auf Level 19. Hat das, ja, aber er macht Tickschaden. Er macht Flunkiefer in einer Runde fast halb tot. Echt? Mhm. Und ich kann, glaube ich, jetzt nicht mehr auswechseln. Ich werde das nicht schaffen können. Ich habe so Probleme gegen die Typen. Ich schaffe das nicht. Aber auch nur für 4 Runden. Ich habe in einer Runde 50 HP verloren. Von? 115. Okay. Er ist Drachenboden, hast du gesagt, ne? Ja. Sandgrab wird seine einzige Bodenattacke sein. Es reicht auch schon, um mir Probleme zu machen. Ist er physisch oder magisch besser, der Typ? Warte. Ja, ich kann eh nur physisch angreifen, ist egal. Ich muss angreifen. Ja, ich werde wahrscheinlich diese Runde sterben. Durch Sandgrab. Shana ist wieder tot. Ja, Shana ist wieder tot. Shana muss tot bleiben jetzt für immer. Fuck it. Tut mir nicht mehr leid, dass ich Shana wiedergeholt habe. Aber jetzt ist Shana wirklich für immer tot. Er hat übrigens mit 2 AP überlebt, das Gegner. Boah, das ist echt mies. Er macht Pupita. Er hat irgendein Item, was ihn gerade geheilt hat. Und Pupita ihn getötet. Ja, ich lasse Pupita nicht verlieren. Wenn wir Pupita jetzt auch noch gleich verlieren, dann haben wir riesige Probleme. Ja. Toxipet ist Giftkampf, ne? Toxipet? Hm. Oder Toxiquack? Toxipet, die Vorentwicklung. Ja, komm. Go. Ich habe noch ein Pokémon, was ganz gut dagegen ist. Ich hoffe, dass es sein letztes ist. Ach nee, ist ja ein ganz anderes Pokémon, als ich dachte. Ist ein letztes. Hab gewonnen.
Aber zu welchem Preis? Ja. Ich hätte einfach zu... Ach, der auch nichts gut. Dann hau ich mal einen Hyperheiler rein. Oder, Quatsch nicht. Du hast übrigens noch, glaube ich, ein... Nee, ich habe mein... Du hast noch zwei... Wie viele Tränke hast du schon eingesetzt? Einen, ne? Ein. Wie viel habe ich eingesetzt? Einen, soweit ich weiß. Einen oder keinen? Ich habe einen eingesetzt. Dann hast also deinen Bonustrank. Aber das war meiner, den ich habe, weil er auch einen eingesetzt hat. Also hast du noch zwei Tränke. Richtig. Ja, Hypertrank. Muss regeln. Wenn Metallsound kommt, haben wir ein Problem. Okay. Erstmal Bodyguard. Du musst wieder Puder schnell einsetzen, hoffen, dass dann jetzt kein Metallsound kommt und er irgendwann mal einfriert vielleicht. Das würde auch helfen. Wenn er jetzt einfriert, das wäre göttlich. Es trifft dich trotzdem. Du bist tot. Und tschüss. Oh je. Yeah. So. Das wird echt toll bei der Arena. Beim Arena-Leiter, wenn du an den Ding kämpfst. Mhm. Feuerfeuer. Ich muss es positiv sehen. Ich habe noch Ersa. Pass auf, du gehst erstmal heilen. Das Gute ist, du hast halt keinen Regelverstoß gemacht, weil du Logok angewechselt hast, weil Logok auch ohne Schaden erlebt. Richtig. Theoretisch gesehen kannst du Logok auch mitnehmen und ich nehme nur 5 mit. Das würde auch theoretisch gesehen gehen. Das heißt, du kannst erstmal, ohne auf mich zu achten. Wir hätten noch einen Bonus-Encounter. Und was soll ich damit machen? Ich hab allen versprochen, dass Chana, wenn es nochmal stirbt, Chana tot bleibt. Also bleibt Chana jetzt auch tot.